Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Video. Und heute möchte ich mir mal mit euch zusammen einen Park angucken, den mir ein Zuschauer eingesendet hat. Ich habe vorweg auch schon mal reingeguckt in den Park und der ist wirklich richtig, richtig gut. Deswegen wollte ich euch den unbedingt zeigen und nicht vorenthalten. Und derjenige, der heißt Robert. Vielen, vielen Dank Robert schon mal dafür. Und er hat auch eine E-Mail dazu geschrieben, die lese ich mal eben ganz schnell vor. Hallo Dandy. Erstmal eins vorab. Mach weiter so und gib uns Input und Stoff zu Jurassic World Evolution. Ich freue mich über deine News und Tweets und dein aktuelles Bauprojekt Jurassic Park Film Location hat mich inspiriert. Ich habe mehrfach einen Park angelegt und designt und jedes Mal bin ich mit dem Ergebnis nicht 100% zufrieden gewesen. Ich wollte den Film einerseits berücksichtigen, dann die Maps von Isla Nublar und meine persönliche Note zudem in Einklang mit dem Park bekommen. Schwierig, aber das macht es ja erst herausfordernd. Der Park ist eröffnet und die wichtigsten Dinosaurier sind untergebracht worden. Ich lade dich herzlich dazu ein, mit der Jurassic Main Road Tour mitzufahren bzw. dir einen Jeep zu schnappen und die Tour abzufahren. Du kannst auch gelegentlich die Seitenrouten nehmen, wenn du Abkürzung etc. benötigst. Die sind für Mitarbeiter, damit sie schneller durch den Park gelangen. Das Gelände geht schon mal hoch und runter und da sind gute Routen ein Must-Have. Ich habe mich sehr an das Jahr 1993 und 1997 orientiert, sowie Bezüge aus dem originalen Buch hinzugefügt. Vielleicht findest du ja Roberta und The Big One. Viel Vergnügen und unglaubliche Momente wünsche ich dir und den Zuschauern im Jurassic Park. Mit freundlichen Grüßen, Robert. Und genau den werden wir jetzt besichtigen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß gerade gar nicht, wer Roberta und The Big One sind. Falls wir die gleich sehen sollten und ich das verpasse, schreibt es bitte in die Kommentare, weil mich interessiert das auf jeden Fall. Du scheinst ja richtig Gedanken gemacht zu haben, auch mit Buchhintergrund und. Und ich bin sehr gespannt. Wir starten jetzt in dein Jurassic Park. Und damit sind wir in deinem Jurassic Park angekommen. Und du hast hier wirklich als Helipad den Ankunftsort benutzt. Finde ich aber auch gar nicht verkehrt, weil hier sind sogar diese richtigen Markierungen drauf, die man im Film sieht. Und ja gut, man sieht das ganze Gebäude an sich so nicht. Aber ich denke mal, später wurde das sogar so umgebaut in diesem Stil, weil das war ja noch sehr unfertig, als da im ersten Film die ganzen Leute angekommen sind. Hast du aber sehr schön hier gelöst. Also hier ist auch dieses Gewässer, die Felsen so ein bisschen. Gut, dass jetzt hier keine Klippe ist mit einem Wasserfall, das kann man halt nicht ändern, weil sowas kann man leider nicht bauen. Und ich muss auch wirklich lobend sagen, du hast das sehr, sehr schön geregelt hier mit diesen Höhenunterschieden. Die Felsen, dann die Bepflanzung. Das ist wirklich eine sehr schöne Kombination aus diesen Redwood-Trees und normalen Bäumen und sowas. Also richtig gut gemacht. Und die obligatorische Ziege darf natürlich auch nicht fehlen. Die läuft ja auch schon mal frei rum. Nicht schlecht. Was ich noch sagen muss, bevor wir jetzt hier weitergehen. Ich habe noch das andere Texture Pack oder Terrain Texture Pack installiert. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Aber ich finde eigentlich immer, dass es eher Sachen besser aussehen lässt. Also ich gehe davon aus, dass dadurch alles ein bisschen hübscher wirkt. Aber wir gehen jetzt einfach mal los, Leute, weil wir haben viel zu erkunden. Wir gehen einfach mal hier wie so ein Besucher so ein bisschen lang. Hier sind dann auch immer Sachen ausgeschildert. Das ist zum Beispiel hier ein Visitor-Center-Schild. Also hier geht es zum Visitor-Center. Du hast hier auch Beleuchtung und alles. Vielleicht können wir nachher auch nochmal bei Nacht schauen. Bin ich ja auch mal sehr gespannt. Hier ist dann eine Toilette. Hier ist das nächste Schild. Das führt zum Helipad. Finde ich mega cool, dass du alles ausgeschildert hast. Das ist auch nochmal ein Schild. Ist auch Helipad? Ja. Okay. Hier ist nochmal ein Schutzbunker. Oh, hier ist sogar diese Laterne. Die hatten wir auch mal gesehen in Jurassic Dream. Ist die auch an nachts? Cool, die scheint wohl zu diesem Gebäude zu gehören. Nicht schlecht, habe ich noch nie gesehen. So. Du hast ja auch echt viele Höhenunterschiede. Es geht mal hoch, mal runter. Sowas finde ich immer nice. Und dann kommt man schon in die erste Besucher-Village. Da zoome ich mal so ein bisschen raus. Und dann seht ihr wirklich schon die Anordnung der Wege, wie schön die einfach ist. Sieht mega nice aus hier, ne? Also hier führen so die Wege rein. Hier sind dann ganz viele Hotels. Costa del Sol, Safari Lodge. Oh, du hast die sogar alle benannt. Iguanodon Inn. Seven Palmer Lodge. Sind das alles die Originalnamen aus den Büchern und sowas? Das würde mich mal interessieren. Arrival Point Shelter. Ist ja richtig cool, dass du das alles benannt hast. Jurassic Café.
Nicht schlecht, aber es sieht wirklich cool aus, ne? Also die ganzen Hotels hier, dann die Bepflanzung. Hier in der Mitte diese Palme in diesem Rundkreis. Das sieht schon wirklich sehr, sehr schön alles aus. Sogar Musik. Ach, wie schön. Auch wie schön du die Wegarbeit gemacht hast. Also man sieht, dass hier wirklich viel Liebe und Arbeit drin steckt. Also in dem Bereich sowas Schönes zu bauen, in so einem kleinen Bereich, ist schon echt schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du da oft neu bauen musstest und so. So, hier vorne sind noch ein paar Cafés, Souvenirladen. Und dann geht es hier eigentlich schon weiter. Sind noch ein paar Souvenirladen. Hier beginnt dann die Main Tour Road und da sehen wir schon das Visitor Center aus dem Film. Ist das nicht nice? Sieht auch sehr originalgetreu aus. Hast du gut hinbekommen. Du hast es auf jeden Fall ein bisschen anders gemacht als ich. Du hast hier zum Beispiel noch Wege abgehen lassen. Ja, ich habe halt alles eher so gebaut, wie es im Film war. Da war ja alles noch sehr, sehr unfertig. Du scheinst hier schon die fertige Version für die Besucher gebaut zu haben. Sieht auf jeden Fall mega, mega nice aus. Also gefällt mir richtig gut. Auch hier die Bepflanzung, die Palmen, die Beleuchtung und so. Das sieht schon cool aus. Also wirklich, hast du gut hinbekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir gleich am besten vorangehen. Ich kann euch mal alles von oben zeigen. Also hier gibt es viel zu erkunden und du hast auch echt viele Höhenunterschiede hier drin. Seht ihr, das hier sind auch überall Berge und so. Wir werden gleich auf jeden Fall mal eben die Tour abfahren, würde ich sagen. Hier hinten ist sogar auch noch was. Aha, lol. Wir gehen erstmal nach da hinten, kommt. Bevor wir jetzt hier losfahren. So, wir haben noch Jurassic Cafés, einige Läden. Hier ist auch nochmal ein Helikopter. Dann geht es auch nochmal lang. Aber hier endet der Weg bei so einer kleinen Toilette, wie süß. Okay. Cool. Und hier hinter geht es dann nochmal zu einem Dr. Henry Wu's Laboratory. Das ist sehr cool. So, um die Fanstation. Ich gucke halt auch so ein bisschen auf die Namen. Visitor Center. Hier ist dann das Raptoren-Ding. Velociraptor. Cool. Hast du hier auch untergebracht. Auch auf Sand, so wie es im Film ist. Nicht schlecht. War wahrscheinlich platztechnisch sehr, sehr schwierig, weil das sieht ja sehr eingeengt aus, aber du hast wirklich an alles gedacht aus dem Film. Finde ich richtig cool. Und nochmal ein Shelter. Gut, hier brütet dann Dr. Wu ein paar Sachen aus. Und jetzt schnappen wir uns mal. Entweder wir schnappen uns einen Jeep oder so eine Main Tour Road. Ich könnte auch an einer teilnehmen, aber das dauert mir, glaube ich, zu lange und dann kann ich auch nicht anhalten. Das ist immer ein bisschen doof. Ich habe meinen Controller leider nicht geladen, deswegen müssen wir heute mal mit Maustastatur fahren. Aber macht ja nichts. Kriegen wir auch hin. So. Kamera wechseln. Nachtsichtbrillen befinden sich im Handschuhfach. Ja, die hätte ich gerne, die Nachtsichtbrillen. Okay, ich kann hier nur Außen- und Innenperspektive machen, kann aber leider nicht ranzoomen, das ist ein bisschen doof. Ist natürlich ein bisschen originaler, wenn wir damit rumfahren, aber ich glaube. Oh, Dr. Gary Harding und Robert Mulden. Das sind sogar alles die Originalnamen aus den Filmen. Wie cool ist das denn? So einen Namen, den habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Weiß aber gerade die Gesichter sogar zu den Charakteren. Finde ich cool. So, ich glaube, wir fahren hiermit nämlich rum. Ist, glaube ich, ein bisschen cooler, weil erstens können wir hier ein bisschen rumschießen mit Betäuben und alles und Signalpistole. Und wir können hier die Kamera wechseln. Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen. Stimmt, hier gibt es ja auch eine Innenperspektive. Richtig cool. Und wir können sogar hier Fotos machen. Das heißt, wir können von oben rausgucken und auch ranzoomen und sowas. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn wir Dinosaurier beobachten wollen. Ich denke mal, deshalb entscheide ich mich hier auf jeden Fall für diesen Jeep. Ich schließe nochmal ganz kurz meinen Controller an und dann beginnt hier die Tour. So, let's go. Sportlenkrad ist angeschlossen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Führen hier am Visitor Center vorbei. Und jetzt folgen wir mal so ein bisschen den Schienen hier auf jeden Fall. Wir wollen natürlich die Strecke so erleben, wie du sie hier auch gebaut hast. Hier ist auch überall Beleuchtung. Also ich muss definitiv dran denken, das gleich mal bei Nacht anzuschauen. Bestimmt sehr interessant. Hier endet der Weg für die Besucher. Und hier geht es jetzt schon auf das Jurassic Park Tor zu. Oh, ist das cool. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht von der Platzierung. Es ist auf der Sonnenseite, wird angestrahlt von der Sonne. Habe ich bei mir ein bisschen falsch gemacht und nicht bedacht. Willkommen in Jurassic Park. Da sind wir. Und hier geht's direkt zum Dilophosaurus-Gehege. Du hast es mit dem Schild auch so gemacht, wie ich das gemacht habe, weil es einfach sinniger ist. Und du hast das sogar so beleuchtet, sehr cool mit den Lampen. Ich muss hier definitiv mal bei Nacht abchecken, weil du hast super viele Lampen gesetzt. Bin mal gespannt, ob hier links im Wald auch dieses unnötige Filmschild steht. Im Dilophosaurus-Gehege.
Nee, hast du, glaube ich, weggelassen. Finde ich aber tatsächlich nicht schlimm. Weil das Schild ist halt wirklich einfach nur rein für den Film platziert und völliger Schwachsinn. Oh, hier sind sogar schon die ersten kleinen Dinos. Die Dinos, die zeigen sich sogar. Von denen wird ja Dennis Nedry gesnackt. Oh, die kommen sogar direkt hier ran. Oh, hi. Das ist ja cool. Im Film bekommen sie die ja nicht zu Gesicht. Wir schon. Wir haben Glück. Man kann sogar so ein bisschen bei dir ins Gehege reingucken. Da sieht man sogar ein Wasser oder ein Gewässer. Finde ich nicht schlecht. Finde ich cool. Du hast hier den Stromzaun benutzt. Vielleicht sollte ich das bei mir auch noch ändern. Haben einige von euch auch reingeschrieben, dass ich das machen soll. Sieht sehr, sehr gut aus. Muss ich echt sagen. So, zurück. Weiter geht die Tour. Bin ich mal gespannt, wie hier der Verlauf ist. Ah, okay. Es geht hier um die Kurve und auch runter. Ich finde das mega cool, dass du auch mit Höhenunterschieden gearbeitet hast. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist einfach allgemein ein Fleischfresserschild, ne? Ja. Dürfte eigentlich sein. Hier rechts ist immer noch das Dilo-Gehege. Und was haben wir zur linken? Auf jeden Fall irgendein Fleischfresser. Ich habe auch keine Ahnung, welchen. Es wird auch irgendeiner sein, den man im Film wahrscheinlich nicht gesehen hat. Im Film hat man, glaube ich, auch nur 6 Dinos oder so gesehen, im ersten Teil. Weiß es gar nicht. Wo ist er denn? Rechts ist auch schon das nächste Fleischfressergehege. Aber erstmal hier links sehen, was da ist. Hupen wird ihn wohl kaum anlocken, oder? Das gibt's ja gar nicht. Schauen wir mal kurz mit der Kamera. Was haben wir denn hier? Die Dinos scheinen sich gerade zu verstecken. Aber das heißt, du hast die Gehege gut gebaut. Sie haben genug Rückzugsorte, um sich vor mir zu verstecken. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich zoome mal ganz kurz raus und schau mal eben, welcher Dino hier drin ist. Kann ja nicht wahr sein. Ah, das ist noch riesig. Okay, vielleicht können wir später nochmal gucken. Na gucken, fahren wir erstmal weiter. Alles gut. Schauen wir erstmal hier zur Rechten. Da habe ich gerade schon was gesehen, was Kleines. Oh ja, oh ja. Aber auch Fleischfresser, glaube ich, ne? Wer denn da? Das Proceratus? Ich glaube schon. Du hast ja auf jeden Fall auch überall diesen Stromzaun benutzt. Macht bei Fleischfressern wahrscheinlich auch Sinn. Ja, das ist ein Proceratus tatsächlich. Und den habe ich auch schon gehört, dass die im Jurassic Park wohl vorhanden sein sollen. Waren ja mega viele Dinos anscheinend im Jurassic Park. Zumindest auf dieser Karte und sowas. Ich glaube, da hast du auch nicht alle untergebracht von. Glaube ich, gar nicht machbar auf dieser kleinen Map. Zumindest nicht, wenn man es vernünftig aussehen lassen will. Ja, ist doch cool. Coole Sache. Weiter geht's. Jetzt gucken wir nochmal zu unserer Linken, ob wir da was sehen. Hier ist leider so ein kleiner Vogel drin, aber es macht nichts. So. Wo ist denn jetzt hier der Dino? Das gibt's doch nicht. Da! Ich sehe ihn. Das ist ein Cerato. 2 Stück sogar. Da verstecken sie sich. Die Schlingel. Aber die haben auch ein großes Gehege. Gut, dass wir die Kamera haben zum Ranzoomen, sonst könnten wir gar nichts erkennen. War, glaube ich, die richtige Wahl, den Jeep hier zu nehmen. Ja, cool, Ceratus. Und dann geht's weiter. Geht auch einmal hier rechts weiter. Was ist das denn? Das sind wahrscheinlich diese Mitarbeiterwege, von denen du geschrieben hast, ne? Eigentlich schon. Aber wir fahren natürlich hier die Schleuse weiter. Einmal eine Doppelschleuse. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt gleich in ein Gehege reinfahren. Und das ist ein Herbivore-Gehege. Oh, wie cool. Oh mein Gott, wie nice. Jetzt sind wir auf die Innenperspektive. Was haben wir denn hier? Triceratops und Pachys. Und sogar hier direkt vorne. Oh, wir müssen aufpassen. Die können uns auch wegrammen, ne? Mach keinen Scheiß, Pachy. Ganz ruhig. Alles wird gut. Ich will dir nichts Böses. Ich will hier nur durchfahren und gucken. Oh, ging schon von hinten Besuch. Die darfst du gerne wegrammen, Pachy. Macht er das? Ich glaube schon, oder? Rammt er den weg? Was ist das denn? Warnung. Ranger-Fahrzeug. Nein, er rammt mich weg. Aua. Und die anderen hupen da hinten und kriegen nicht auf den Sack, oder was? Aber wir sind auf jeden Fall noch Triceratopse. Oh oh. Jetzt geht sogar die Musik ab. Das
Jetzt müssen wir aber aufpassen, Leute. Nicht, dass unser Jeep kaputt geht. Das wäre ärgerlich. Auch ein sehr schönes Gehege, ne? Mit den Höhenunterschieden und so. Boah, auch coole Idee hier. Das habe ich so, glaube ich, auch schon mal gesehen. Triceratops, Pachis und nochmal ein Triceratops-Schild. Von klein nach groß, so ein bisschen. Das ist nice. Gefällt mir. Hier geht es auch nochmal runter. Da sieht man dann auch nochmal so ein kleines Gewässer. Und nochmal zwei süße Triceratopse. Auf die Entfernung gefallen die mir auch besser. Da können sie mir nämlich nichts. Ich habe jetzt nur noch 30 Leben. Da muss ich echt aufpassen. Ich könnte das auch ausstellen, aber dann hätten wir gar keinen Nervenkitzel. Das wäre ja langweilig. Schon ganz cool so, glaube ich. So, weiter geht die Tour. Das ist alles das Gehege hier, ne? Richtig cooles Gehege. Also wirklich mit den Höhenunterschieden und so. Und der Bepflanzung und alles. Sieht schon nice aus. Also das ist echt toll gebaut. Richtig, richtig cooles Gehege. Und auch, du hast auch die Strecke sehr gut gemacht. Also die ist nirgendwo zu steil oder so. Hast du dir schon sehr viel Mühe gegeben. Was haben wir denn hier? Ankies und das linke könnte alles sein. Wahrscheinlich Styrakus oder so, gehe ich von aus, ne? Würde ich jetzt so sagen. Wir sind immer noch dem Gehege. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen den anderen Dinos, aber fahren wir hier ganz an den Zaun und dann sollte uns eigentlich nichts passieren. Wollen wir mal eben gucken. Ah, tatsächlich, Styrakus und Ankies. Die fressen da alle gerade. So, fahren wir weiter. Durch das nächste Tor sind wir jetzt wieder aus dem Gehege wahrscheinlich raus. Vielleicht sind wir auch in dem nächsten Gehege, wer weiß. Du hast hier wirklich alles beleuchtet. Das ist mega cool. So, was haben wir denn hier? Sollen wir mal reinfahren kurz? Kommt, Leute. Ich noch mal so ein Anki-Schild. Fahren wir einmal rein und gucken uns das Gehege mal an. Auch sehr schön gestaltet, ne? Guck mal diese ganzen Höhenunterschiede und so, was das ausmacht. Aber das ist halt viel Arbeit, ne? Immer so natürliche Huggel und so einzubauen. Das ist auch ein Redwood Tree Forest. Das deutsche Wort hat mir letztens jemand reingeschrieben. Wie die heißen? Mammutbäume oder so? Weiß es nicht mehr genau. Ich habe da schon häufig nachgefragt. Sind aber viele. Sind auch hier diese Originalskins aus dem dritten Teil, sind die, glaube ich. Oder? Die mit den roten Köpfen und den grünen Köpfen. Körper. Wir hauen ab. Ne. Der wollte uns. Habt ihr das gesehen? Nochmal locken. Komm schon. Komm her. Nee, will nicht. Okay, wir fahren weiter. Da ist leider ein kleiner Huggel entstanden beim Beleuchten wahrscheinlich, als du die Lampe da platziert hast. Ja, diese Lampen, die machen teilweise auch leider echt Probleme. Ja, hier ist auch ein bisschen steil und so links, aber das kann man leider dann manchmal nicht anders lösen. Gerade mit diesen groben Tools nicht. War bestimmt eine Menge Arbeit, das hier alles abzuglätten. Schreib mal nochmal in die Kommentare, wie lange du gebraucht hast. Oh, wir sind jetzt schon bei dem T-Rex. Ah, wie cool. Okay. Ja, einen Tunnel können wir ja nicht bauen, aber jetzt sind wir bei dem Rexy, wie es aussieht. Bin jetzt sehr gespannt, wie du das gelöst hast. Okay, du hast es definitiv ein bisschen anders gelöst. Nicht mit so einer Kurve. Hier vorne ist das Toilettenhäuschen und das T-Rex-Schild. Ah, du bist ein bisschen vom Film abgewichen, aber wahrscheinlich trotzdem noch relativ gut dabei, was die Realität angeht, also von dem Film. Ist denn hier der Rexy? Rexy, zeig dich! Ist hier auch irgendwo der Ziegenfutterspender? Den vermisse ich gerade auch ein bisschen, muss ich sagen. Den schon verpasst? Ja, hier vorne wäre er gewesen. Ah, ja. Okay. Das heißt, hier würden die stehen bleiben. Ist sogar noch ein Weg vor. Interessant. Okay. Na, Rexy kriegen wir gerade nicht zu Besuch, Gesicht, aber gleich hoffentlich. Haben wir hier zur Linken das nächste Gehege. Auch ein Fleischfresser. Ich weiß aber nicht was, weil es geht hier hinter so einer Bergkuppe sehr steil runter. Dino wird wahrscheinlich da unten sein. Wir fahren einfach mal weiter. Wir fahren jetzt aber nicht in das Rex-Gehege, oder? Ich hoffe nicht. Der snackt uns so weg. Mit 30 Leben. Da werden wir nicht viel Chance haben. Jetzt habe ich den T-Rex gar nicht gesehen. Wie ärgerlich. Ja, so ist das.
Boah, viele Gehege. Das ist eine sehr aufwendige Tour hier. Ah, da sind die Dinos. Sind das Raptoren? Tatsache. Hier sind Velociraptoren drin. Interessant. Okay. Oh, die verschwinden auch leider gerade. Was ist das hier? Ist das auch noch Velociraptoren? Ja, das Gewässer hier unten ist auch Velociraptoren. Auch sehr cool, so eine Abrundung und da ein Gewässer reinzupacken. Das ist eine sehr coole Idee. Nice aus. So, was haben wir hier zur Linken? Ah, hier ist der Baryonyx, so wie es aussieht. Schauen wir einmal rein. Jo. Ja, krasses Gehege, ne? Wieder mit den Höhenunterschieden. Richtig nice gemacht. Oh, da werde ich mich auf jeden Fall sehr inspirieren, was die Gestaltung von meinem Jurassic Park noch angeht. Einer schläft da links und der andere, na, jetzt erwacht er gerade. Ja, auch sehr schönes Gehege, ne? Echt coole Gestaltung. Drei Stück sind hier. Vier Stück, oh mein Gott. Okay, wir verschwinden lieber, Leute. Besser ist das. So. Uah, Muggel. Und wieder raus hier. Ist das hier? Ah, das ist nochmal ein Raptorenschild. Velociraptor. Was haben wir hier zur Linken? Sogar so ein Doppelzaun, oder was? Oder ist das nochmal ein Weg? Für Mitarbeiter links. Hm. Also entweder ist links ein sehr gefährlicher Dino oder nochmal ein Mitarbeiterweg. Aber ich wüsste jetzt nichts, was gefährlicher ist als der Rexy, zumindest von Jurassic Park 1 und 2 nicht. Hm. Leider sehe ich hier gerade keine Dinos. So, wo sind wir jetzt? Wir sind wieder in einem Herbivore-Gehege. Ah, Gallimimus. Echt cool mit diesen Schildern, dass die hier im Spiel eingefügt wurden. Machen schon viel aus. So. Da sind wir in einem Gallimimus-Gehege. Können Gallimimus einen eigentlich auch angreifen im Auto? Gute Frage, ne? Also meiner Meinung nach sind das ja eher Fluchttiere. Ich glaube, die würden eigentlich eher abhauen. Sogar gerade neue Gäste. Das ist auch eine Menge. Ich glaube, wir werden aber die beiden Big L, nee, The Big One und ich habe das andere vergessen leider, werden wir, glaube ich, nicht finden. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, welche Dinos das wahrscheinlich sind. Ich weiß es nicht. Wir sind einmal hier rum. Ich hoffe echt, dass die uns nicht angreifen. Oder uns vors Auto laufen. Das wäre nicht so gut. Wir müssen echt vorsichtig sein, Leute. Ich sag euch das. Wenn die uns rammen, dann ist vorbei. Okay. Alles gut gegangen. Aber schnell hier raus. Und dann geht's weiter in das nächste Gehege. Beziehungsweise aus dem nächsten, aus diesem Gehege raus. Hier ist wieder so eine Schleuse. Hm? Zu unserer Rechten ist auf jeden Fall wieder ein Gehege, so wie es aussieht. Was haben wir denn? Ah ne, wir sind in einem Gehege drin, oder was? Ist hier jetzt auch noch ein Gehege? Ein blassen Schimmer. Also wir werden, glaube ich, echt viel übersehen hier. Ah, jetzt sind wir in den großen Pflanzenfresser-Gehege. Wie cool. Hier haben wir nämlich die Brachiosaurin und die Parasaurolophus. Parasaurolophen. Ich weiß es nicht. Ah, diese Mehrzahlen, die machen mich auch fertig. Und hier ist sogar das Gewässer aus dem Film. Wie cool. Vielleicht finden wir auch gleich die Stelle mit den Bäumen, wo man sich hinstellen muss. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber es ist cool, dass du hier die Tour sogar durchgeführt hast. Im Film und so ist ja noch gar keine Tour da. Oder sieht man da keine Tour. Aber es ist natürlich schön, dass du die Tour einmal quer durch den Park führst. Für sowas kann man meiner Meinung nach auch abweichen vom Film. Das ist völlig in Ordnung. Sind die Brachios am Snacken? Können die jetzt eigentlich von Bäumen fressen oder nicht? Also, ihr habt alle geschrieben, ihr habt das noch nie gesehen. Ich habe es auch noch nie gesehen. Außer in dem Trailer da, wo es angekündigt war. Auch Paras, ich glaube, da war auch gerade ein Corito oder sowas. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, das sind tatsächlich Coritos sind das oder welche sind das? Ich glaube schon. Oh, richtig viele, ey. Richtige Massenveranstaltung. Da ist, glaube ich, das Gewässer so, ne? Ich weiß gar nicht, von welcher Richtung man gucken muss. Sind das eventuell hier diese Bäume?
Weil du hast ja auch diesen Fieder hingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwo hier oder so der Fall ist, diese Szene. Und dass man dann ja ungefähr von hier dann runterguckt aus Wasser. Leider sind natürlich die Dinos gerade nicht da. Aber da wären dann die Paras zum Beispiel. Und da die Brachios. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch der Originalsee ist, der hier vorhanden war. Der eigentlich dafür gedacht war. In dem Film. Ich habe ja alles umgebaut so ein bisschen. Und hier rechts. Sieht auch nochmal so besonders hier aus. Dieser Baum. Hier ist aber nichts. Gehege ist einfach nur noch sehr, sehr groß. Ich will jetzt nicht von der Tour abkommen. Wir fahren die erstmal zu Ende, dann gucken wir gleich nochmal von oben uns das Ganze an. Aber wir düsen jetzt hier ganz schnell durch. Perfekt. Was haben wir hier? Das für ein Schild. Uff, ich kann es irgendwie nicht erkennen, wenn ich ehrlich bin. Ach, Stegos sind das. Ach, wie cool. Sind auch wieder ganz viele Redwood Trees. Mega nice. Wir machen mal hier ein bisschen. Wie habe ich Lust, das abzuschießen? Meint ihr, das lenkt die ab? An? Lenkt die an, ab? Lockt die an, wollte ich sagen. Eine Mischung zwischen ablenken und anlocken. So, hier vorne sind die Figos. Da müssen wir aber auch aufpassen, nicht, dass sie uns kaputt machen. Da versperren uns natürlich gerade die Straße. Ja, richtig cool. Weiß gar nicht, sieht man Stego schon im zweiten Teil? Oder erst im dritten? Bin mir da unsicher, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, man sieht sie schon im zweiten, ne? Und auch noch, was ist denn das da? Ist das ein Mamenchi? Glaube ich, ein Mamenchi, ne? Nicht schlecht. Okay, Jungs, darf ich mal ganz schnell hier durch? Oh, oh, oh. Nicht den Weg zu machen. Danke. Lücke genutzt. Sehr gut. Hier will der Ärger. Ja, 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 ja. Ein bisschen Gas geben. Ruhig, Brauner. Oh, der Nächste, der Ärger will. Ja, ja, ich hau ab. Ich hau ja schon ab, aber auch eine schöne Gehegegestaltung hast du hier gemacht. Hier geht's auch wieder bergauf. Also das ist richtig schön mit Höhenunterschieden gearbeitet. Das ist immer viel Arbeit, aber ich finde, das macht viel her, wenn man das macht. Und du hast auch eine sehr schöne Bepflanzung gemacht mit den Redwood Trees und den normalen Bäumen. Mega nice. So, wo sind wir hier? Wir sind jetzt, glaube ich, wieder raus, ne? Sind wir am Ankunfts-Helipad? Ja, wir sind jetzt einmal rum. Oh, das war eine coole Tour, also wirklich. Richtig cool geworden, der Park. Wir dann hier links. Da möchte ich mal immer schauen. Eine Ziege. Und hier geht's bergab. Gut, hier ist, glaube ich, Kartenende. Drehen wir mal schnell. Gut, dass wir es überlebt haben mit dem Jeep. So, ich gehe mal raus aus dem Jeep. Wir schauen nochmal von oben jetzt. So, was wir nicht gesehen haben. Also hier wäre dann die Tour zurückgegangen und dann wäre das Ganze soweit fertig gewesen. Das hatten wir gesehen. Genau, hier sind wir lang gefahren. Hier ist das Dilo-Gehege. Cerato-Gehege. Was haben wir hier? Roceratosaurus. Sind wir hier reingefahren? Hier rechts ist aber auch noch ein Gehege. Okay, das ist leer. So wie es aussieht. Hier sind dann die Pachis und die Triceratopse. Die haben uns ja weggerammt, die Pachis. Hier sind dann die Ankis und Styrakos. Richtig cool hier, ne? Die Gestaltung mit dem Berg hier auch. Das sieht schon nice aus. Gefällt mir wirklich gut. Toll gemacht. Robert war, glaube ich, dein Name, ne? Vergiss das irgendwie immer. So, da ist nämlich der Rexy. Oh, Roberta. Ich glaube, das war einer der beiden, die ich suchen sollte, oder? Kann das sein? Hieß der Roberta, der Rex? Die meisten von euch haben immer gesagt, ich soll den Rexy nennen. Hat sich ja vorhin versteckt, leider. Okay. Dann sind wir hier lang gefahren. Da haben wir zur linken... Was haben wir denn hier gehabt? Das waren die Baryonyxe, ne? 5 Stück sind sogar. Oha. Okay. Dann hier zur rechten
Ja, das ist das runde Gewässer, was ich vorhin meinte. Das ist Velociraptor-Gehege dann. Sieht schon alles sehr interessant aus, ne? Nicht schlecht. Und nochmal aus dieser Sicht, genau, Velociraptor. Dann waren wir hier bei den Gallimimus. Auch sehr cool. Und dann ging es hier in das große Pflanzenfressergehege. Mit den Coritos, Paras und den Brachios. Und zu guter Letzt, als allerletztes Gehege, hatten wir hier vorne Stegos und Dryos. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Und mal Menschies. Okay, die Dryos habe ich leider gar nicht zu Gesicht bekommen. Aber macht ja nichts. Da sind sie, die Süßen. Auch ganz tolle Dinos, ne? Mag ich richtig gerne. Ja, cool. Also wirklich ganz, ganz toller Jurassic Park-Nachbau. Hat mir richtig gut. Hat richtig Spaß gemacht, die Tour. Man sieht, dass du da wirklich viel Arbeit und Mühe reingesteckt hast. Gerade auch die Tour, die ist mega durchdacht gewesen. Und ich glaube, das sind hier wirklich Mitarbeiterwege. Du hast hier ja wirklich so ein richtiges... Seht ihr das? Hier kann dann der Jeep komplett durchfahren. Du hast hier so ein richtiges Mitarbeiterwegnetz ausgedacht und durchdacht. Finde ich richtig cool. Also, dass hier die Jeeps von den Mitarbeitern wirklich schnell überall hin können. Ist hier alles Mitarbeiterwege. Die, von der Rangerstation geht das alles aus. Hier geht's lang, da geht's lang. Also, das hast du wirklich krass durchdacht hier. Richtig, richtig heftiger Park. Also, feiere ich mega. So, wir haben bestimmt jetzt einiges übersehen. Sei mir da bitte nicht böse. Kannst ja gerne die Sachen, die ich übersehen habe, in die Kommentare schreiben. Wir schauen jetzt nochmal bei Nacht das Ganze an. Also krass wie bei Planet Zoo ist die Beleuchtung nicht. Aber man sieht schon, wie viel Mühe du dir gegeben hast, ne? Seht ihr diese ganzen kleinen Laternen? Die sind alle einzeln platziert. Sieht schon toll aus, ne? Jurassic Park Tour auch nochmal angucken. Richtig, richtig cool. Also ist auf jeden Fall eine sehr gute Inspiration für mein Bauprojekt. Und ich fand's mega nice. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Jurassic Park 1 Nachbau von Robert, was glaube ich, fandet. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.